Shalom und herzlich willkommen zurück zu Deponia. Ja, wir befinden uns hier gerade in Wenzels Haus, immer noch auf der Suche nach einer Möglichkeit, die Wünschelrute zu bekommen und im Idealfall natürlich auch seine Wartenummer fürs Rathaus. So. Genau, Rocket Baby. Hey Wenzel, was gibt es? Ach, Mensch, vielleicht kannst du mir helfen, ein paar Sachen zu besorgen. Vielleicht kannst du mir helfen, ein paar Sachen zu besorgen. Schon wieder? Du hast mir immer noch nicht meinen Rasenmäher zurückgegeben. Ach ja, der Rasenmäher, ja. Besorg dir lieber einen neuen. Der alte hatte ganz miserable Flugeigenschaften. Worum geht es denn diesmal? Tja, so ein Rasenmäher ist schon eine feine Sache. Hast du eine Idee, woher ich schwarzes Pulver bekomme? Schwarzpulver? Keine Ahnung. Du bist doch der Fachmann, was Explosionen anbetrifft. Immerhin explodiert jede zweite deiner Erfindungen. Was auch heißt, dass jede zweite nicht explodiert. Das ist wohl wahr. Klares Wasser. Hast du eine Idee, woher ich klares Wasser bekomme? Klares Wasser? Sowas gibt es doch nur in Legenden. Na und? Mein Vorhaben ist ja auch legendär. Der Legende nach hat dein Vater einst klares Wasser gefunden. Auf diese Weise ist er Bürgermeister von Kuwak geworden. Man munkelt, dass noch immer ein paar Flaschen davon im Rathaus versteckt sind. Das wäre allerdings typisch. Er verlässt Deponia, aber sein Reichtum versteckt er lieber, anstatt ihn mir zu vermachen. Immerhin hat er dir die Wünschelrute hinterlassen. Vielleicht kann man damit ja doch Wasser finden. Träum weiter. Das ist interessant. Da müssen wir auf jeden Fall das Rathaus nochmal gründlich auf den Kopf stellen. Hast du eine Idee, woher ich belebendes Wasser bekomme? Ich habe mal gehört, dass es belebend sein soll, das Blut von Stieren zu trinken. Du glaubst auch alles, was man dir erzählt, hä? Wie, dass ich das Geld zurückbekomme, das ich dir geliehen habe? Genau. Das Blut von Stieren? Wo soll man denn den Stier herbekommen? Ach, vor den Statuen ist doch so ein mechanischer Stier. Naja, es ist halt nur ein mechanischer Stier, aber, Man könnte ja trotzdem es versuchen. Hast du eine Idee, woher ich energiereiches Wasser bekomme? Energiereiches Wasser? Was soll denn das sein? Die einzige Energie, die ich kenne, steckt in den Autobatterien, die man überall im Schrott findet. Na, dass du mir nicht viel zum Thema Energie sagen kannst, hätte ich mir ja auch denken können. Fauler Sack. Die Batterie, die haben wir glaube, ja bereits gefunden. Ich mach das lieber alleine. Denn, seien wir doch mal ehrlich, du warst noch nie eine große Hilfe. Wie du meinst. Keine große Hilfe. Brillant. Was denn? Verstehst du nicht? Keine große Hilfe. Weil du klein bist. Bis alles später. Klar. Genau. Wir sollten uns vielleicht mal den Stier angucken. Da haben wir zumindest schon mal das belebende Wasser. Wobei ich ganz ehrlich... Freigegeben ab 6? Wie langweilig ist das denn? Toro! Hey, Toro, habe ich gesagt. Wenn überhaupt, hat ihn das nur noch mehr gelangweilt. Kann ich verstehen. Sieht ja hier aus wie ein Tank. Kann er mal gucken, ob ich den vielleicht anbohren kann. Und heute, liebe Kinder, zeigt euch der Onkel Rufus, wie man einem ausgewachsenen Stier Blut abnimmt. So schon mal nicht. Alles klar. Dann versuchen wir es aber mit dem Seziermesser. Und heute, liebe Kinder? So schon mal. Okay. Aber vielleicht noch den Dartpfeil. Toro! Hey, Toro, habe ich gesagt. Wenn überhaupt hat... Klappt also auch nicht. Vielleicht das Handschweißgerät. Toro! Hey, Toro, habe ich gesagt. Wenn überhaupt, hat ihn das nur noch mehr gelangweilt. Okay, alles klar. Ach komm, es kann doch nicht so schwer sein zu explodieren. Ich schaff's doch auch immer wieder. Na, wer sagt's denn? Schwarzpulver. What? Das kam jetzt ziemlich unerwartet, aber es hat geklappt. Jetzt brauche ich bloß noch das Aufputschen und dann kann ich das wahrscheinlich in der Kaffeemühle bei
Toni zusammenpanschen und zum schwarzen Pulver. Ach, was könnte das aufputschen sein? Tonis Beruhigungsmittel. Dr. Gizmo sagt, es bekämpft die Symptome, aber nicht die Ursache. Wie meinte er das wohl? Verrückt. Ah, aha. Eine brillante Idee, Rufus. Was könnte einem einsamen Stier besser gefallen als ein gut gekühltes Glas Plörre? Okay, daneben die Kuh. Hauptsache, es hat funktioniert. Ich habe Tonis Lachen immer noch im Ohr. Ich werde nie wieder versuchen, auf einem verliebten Stier zu reiten. Das ist unter meinem Niveau. Freigegeben ab 12. Schon besser, aber immer noch todlangweilig. Die Stiervenen müssen richtig pumpen, bevor ich mich da draufsetze. Ach ja, die Liebe. Keiner kann mehr behaupten, okay, dass ich davon nichts verstehe. Ja, ganz bestimmt. Jetzt haben wir auf jeden Fall den Stier schon mal ein bisschen mehr... Und Wallung heute, gebracht. Liebe Kinder, zeigt euch der Onkel. So schon mal nicht. Das klappt nicht. Das Seziermesser ist jetzt weg. Er ist bereits ausgenockt. Das stimmt. Gucken wir noch mal kurz aufs Rezept. Wir haben jetzt das schwarze Pulver, die heißen Bohnen. Was meinen die wohl mit besonders aufputschend? Das habe ich mich auch gefragt. Wir haben aber den Stier jetzt schon mal ein bisschen... Freigegeben ab. Schon besser. Die Stiervenen müssen... Wie kriegen wir denn die Stiervenen so richtig in Wallung? Toro! Hey, Toro habe ich gesagt. Was nutzt der beste Matador, wenn der Stier nicht hinguckt? Oh, macht dich das etwa wütend? Tja, ein geübter Matador wie ich weiß halt, wie er das Blut eines Stieres zum Kochen bringt. Oder was das auch immer für eine Flüssigkeit ist, die da durch die Schläuche gepumpt wird. Cool. Jetzt nehmen wir den Zahnbohrer und... Und lassen heute, wir ausbluten. Liebe Kinder, zeigt euch der Onkel Rufus, wie man einem ausgewachsenen Stier Blut abnimmt. So schon mal nicht. Okay, das klappt also doch nicht. Freigegeben ab 18, der Blutmodus. Immer noch unter meinem Niveau, aber wenigstens sind die Taurintanks jetzt auf. Wie kommen wir denn da ran? Oh Gott. Gleich nochmal. Alles klar, gleich nochmal. Ja. Gleich nochmal. Na, einmal machen wir noch. Einfach nur, weil es so schön war. Gleich nochmal. Okay, das reicht jetzt. Ein geübter. Natürlich trotzdem die Frage, wie kriegen wir jetzt das verdammte Taurin aus diesem Tank raus? Und heute liegt. So schon mal. Vielleicht Handschweißgerät. Der Stier ist wütend genug. Zeit für ein Rodeo. Kommen wir mal kurz. Aber ich bin doch jetzt schon. Das ist das vierte Mal, dass ich auf dem Stier reite und er wirft mich ja immer zurück in die Kakteen. Gleich nochmal. Irgendwas fehlt da noch. So. Haben wir noch irgendwas? Die Klappe. Wofür könnten wir denn die Klappe gebrauchen? Nein, dies ist ein trauriger Tag für Kuwak. Der Tag meiner Abreise. Moment ein mal, sehr trauriger Tag. Steht da etwa auf Nimmerwiedersehen Rufus auf den Ballons? Oh. Das wäre auch zu schön. Hätte das geklappt.
Nein, keine Ahnung. Da ist nichts mehr zu holen. Aber was können wir denn mit dem Feuerlöscher und der Fußfessel machen? Ich komme einfach nicht drauf. Wir könnten ja die Fußfessel nehmen und in den Feuerwehrschrank legen. Seit das Altersheim abgesagt ist, vielleicht vom... Das hatten wir ja schon mal. Strike! Yeah! Die Verbrechensrate hat in den letzten Jahren enorm zugenommen. So ungefähr seit meinem 18. Geburtstag. Zum Glück ist dafür die Jugendkriminalität nahezu komplett verschwunden. Ja, man muss ja alle Vor- und Nachteile betrachten, ne? Jetzt habe ich auf jeden Fall zumindest schon mal Handschellen. Ich kann ja jetzt gucken, ob ich den Feuerlöscher... Der ist so schwer, ihn mitzunehmen. Aber halb so schlimm. Ich bin ja eh immer vorsichtig. Da ist nichts mehr zu holen. Alles klar. Dann machen wir mal den Hebel zurück und dann schauen wir mal. Der Arztschrank ist ja verschlossen. Gucken wir mal mit der Leertaste. Lachgascontainer. Ja, ich weiß nicht so recht. Ich weiß nicht so recht. Wir können ja nochmal in die Polizeistation schauen, dass wir hier vielleicht mit dem Handschweißgerät das Gitter aufkriegen. Das wäre mal eine Maßnahme. Wenn ich das zuschweiße, bekomme ich es nie wieder auf. Also es ist ja auch nicht zuschweißen, sondern aufschweißen. Ach Mensch, Rufus, stell dich doch nicht immer so glatt an. Okay. Ah, das ist wieder das Chamäleon. Sprengplan, Hanik. Na, ich will jetzt noch nichts sprengen. Hier unten ist nichts. Ich bleib mal hier oben stehen. Wir können ja nochmal ins Rathaus gucken. Die warten immer noch. Jeder nur eine Nummer! Spielverderberin, glaube ich. Ach, Lotti, alles wird gut. Aber wir brauchen auf jeden Fall noch die Uhr für die Öffnungszeiten. Und wo zum Teufel sollen wir denn eine Uhr herbekommen? Gehen wir mal in den Sitzungssaal. Hier haben wir Gizmo. Den Karton, da haben wir die Ballons ja schon mitgenommen. Klappe zu, Affe tot. Ich gehe mal wieder zurück. Was können wir denn hier machen? Das ist doch zum Mäusemelken. Ich gehe nochmal zurück zu Wenzels Haus. Wir haben ja im Keller jetzt die Löcher gebohrt. Aber es gibt hier keine weitere Aktionsmöglichkeit. Und wenn wir auch ins Badezimmer gehen, da haben wir immer noch nur den Kaminofen. Da besteht keine Fluchtgefahr. Gut zu wissen. Das Schwarzpulver. Ich will nicht schon mein ganzes Pulver verschießen. Verständlich. Vielleicht den Ballon mit Haken? Ach. Irgendwie war das nicht so witzig, wie ich dachte. Das ist ja mal interessant. Dann schauen wir doch mal glatt nach, ob es was bewirkt, dass der Ballon jetzt hier hängt. Weil dann könnten wir nämlich vielleicht das Wasser statt in das Rohr da hinten... Ups. Sorry. In den Kamin machen. Ja. Let it flow, baby. Let it flow. Der arme Wenzel. Sein zartes Herz wird brechen, wenn er merkt, dass die Quelle in seinem Keller nicht echt ist. Schnell, bevor ich's verpasse. Auf zu Wenzel. Wenzel? Ich bin hier unten. Komm schnell, du wirst es kaum glauben. Der arme Wenzel denkt noch immer, er hätte eine Wasserader gefunden. Dabei ist es nur eine Überschwemmung im Keller. So ein Pech. Was ist denn los, Wenzel? Ich habe eine Wasserader gefunden.
Weißt du, Wenzel, freu dich lieber nicht zu früh. Manchmal denkt man, man hätte eine Wasserader gefunden. Dabei ist es nur... Das ist ja klares Moment Wasser. Mal, das ist ja tatsächlich eine Wasserader. Unglaublich, nicht wahr? Ich bin reich. Aber das kann doch gar nicht sein. Das verdanke ich nur dir, beziehungsweise der Wünschelrute deines Vaters. Du bist ein wahrer Freund. Weißt du was? Du hast mit mir geteilt und jetzt teile ich mit dir. Wirklich? Natürlich. Und zwar diesen glücklichen Moment des Triumphes. Lass ihn uns zusammen genießen. Ach, wenn du kleines Arschloch. Hörst du auch dieses Knirschen? Es sind nicht meine Zähne. Aha, ich bin reich. Da, ich sehe es ganz genau. Steine. Und da schwimmt ein toter Käfer. Klares Wasser. Wir nehmen uns einmal die Wünschelrute mit. Aber wir haben klares Wasser gefunden. Und das brauchen wir definitiv. Genau, die Warteschlange wird nicht länger blockiert. Das heißt, Wenzel ist höchstwahrscheinlich jetzt beim Bürgermeister. Gucken wir mal. Fragen wir mal Lotti, die weiß doch immer alles. Hallo, Lotti. Du schon wieder? Bin ich jetzt endlich dran? Im Augenblick ist Wenzel noch beim Bürgermeister. Danach sind die Nummern 63 bis 65 dran. Ich verschwinde. Lass okay. Aber wie kriege ich jetzt hier Gonzo, Lobo und Miczek weg? An irgendwas erinnern mich die Hüter. Selten so dämliche Hüte gesehen. Woran erinnern die mich denn? Mehr? Das Haus ist aus wie der Hut von dem einen. Ich glaube, ich werde doch mal eine Runde mit dem Sprengplan spielen. Weil vielleicht, wenn wir haben in der letzten Folge mitbekommen, dass wenn die Sprengung zufälligerweise unter den Häusern passiert, dass die Alarmanlage ausgelöst wird, vielleicht können wir damit die drei Vögel weglocken. So, da haben wir den Propellerfritzen. Das ist ja Wenzels Haus. Nehmen wir mal das hier. Hier vielleicht. Das hier mit dem, was auch immer es ist, ist die... Ich versuch's einfach. Was soll schon passieren? Oha! Das Sprengsignal. Jetzt geht's los. Achtung! Sprengung! Yeah! Und jetzt? Das war's jetzt, oder? Och Mann, ich hab mir ein bisschen mehr erhofft. Aber vielleicht hat mein Plan ja geklappt. Alter, wie geil. Eigentlich hätte ich die 1 verdient. Aber die 63 tut's auch. Nice. Und da kommt Wenzel raus. Was? Rufus, ich glaube, das passt ja wieder du kannst mir gratulieren. Der Bürgermeister war ganz angetan von meinem Fund. Er meint, die Ader macht Kuwak zu einer der drei reichsten Siedlungen im Südquadranten. Er wartet jetzt nur noch den letzten Anwärter ab, aber bislang habe ich die stärkste Bewerbung. Du sollst Goal bei dir aufnehmen? Ha, dass ich nicht lache. Was denn? Mit der Wasserader auf meinem Grundstück... bin ich einer der einflussreichsten Männer Kuwaks. Und mit einer Orbit-Elfe im Haus könnte ich sogar Ehrenbürger werden. Wer weiß, weiter. Vielleicht trete ich sogar eines Tages in die Fußstapfen deines Vaters. Aber ich habe sie gerettet und ich werde sie auch bei mir aufnehmen. Ach, Rufus, du hast doch nicht mal ein eigenes Haus. Was willst du dem Bürgermeister also erzählen? Naja, ich... Nummer 63, bitte!
Ja, ist ja gut. Ach, Ruf, was willst du dem... Na ja. Gehen wir erstmal zum Bürgermeister rein. Gucken, was uns da erwartet. Lotek, ich muss mit Ihnen reden. Es geht um... Hier ist ja gar keiner. Lotek? Was? Er stört! Schlafen Sie etwa im Schreibtisch? Das hier ist der traditionelle Schlafplatz des Bürgermeisters. Vor mir hat bereits sein Vater hier geschlafen. Das war allerdings, bevor er die Dorfgemeinschaft im Stich ließ. Ich kann ihn nur allzu gut verstehen. Ich hatte auch einfach zurückgelassen. Trotzdem, wie kann man nur in einem Schreibtisch schlafen? Zugegeben, er steht nicht richtig zum Erdmagnetfeld. Aber dein Vater hat extra ein Gerät einbauen lassen, um das zu korrigieren. Was? Das klingt interessant. Anstatt den Schreibtisch zu verrücken, hat mein Vater lieber das Erdmagnetfeld manipuliert? Er war der egozentrischste Sturkopf, den ich jemals erlebt habe. Das ist doch gelogen. Ach ja? Warum denkst du, hat er dich hier zurückgelassen? Weil ihm alle anderen Menschen egal waren. Selbst sein eigener Sohn. Eine traurige Ironie, dass du trotzdem genauso egoistisch geworden bist wie er. Egoistisch? Ich? Ich habe gerade erst mein Leben aufs Spiel gesetzt, um eine Frau aus den Klauen des Organons zu retten. Ohne jeden Hintergedanken, nehme ich an. Ja. Hervorragend. Sie werden noch ganz schön gucken, Lotek. Ich werde diese Frau retten. Und dann wird jeder Mensch auf diesem Planeten sehen, wie uneigennützig ich bin. Aber dann ist es zu spät. Dann sitze ich nämlich bereits in Elysium bei einem Cocktail und lache über euch Idioten, die ihr weiter in den Schutt wühlen müsst. So. Alles klar. Dann... Na, ich will das jetzt wissen. Ich komme immer noch nicht über diese Sache mit dem Erdmagnetfeld hinweg. Es ist, wie es ist. Dein Vater hat ein Gerät installiert, das das Erdmagnetfeld manipuliert. Und das nur, damit er in Richtung des Erdmagnetfelds schlafen kann. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Es funktioniert aber. Ich schlafe wie ein Baby. Der einzige Nachteil ist, dass ständig irgendwelche Brieftauben gegen das Fenster fliegen. Verrückt. Okay, ich bin aber auf jeden Fall erstmal wegen der Elysianerin hier. Ich bin wegen der Elysianerin hier. Das sind sie alle, aber du kommst zu spät. Die Anhörung ist abgeschlossen. Abgeschlossen? Das wäre wirklich sehr uneigennützig, sowas zu sagen. Das wäre sowas von Rufus untypisch. Aber sie muss zurück in ihre Welt. Zurück nach Elysium? Guter Witz! Du weißt besser als jeder andere, dass es keine Möglichkeit gibt, Deponia zu verlassen. Nichts, was jemals auf Deponia gelandet ist, kommt hier je wieder weg. Mein Vater hat es geschafft. Das ist weder wahrscheinlich noch beweisbar. Ich verstehe ja, dass du gerne daran glauben möchtest. Aber viel wahrscheinlicher ist doch, dass dein Vater bei dem Versuch in irgendeinem Müllberg gelandet ist. Also mit solchen Argumenten hättest du nicht einmal dann eine Chance, wenn die Anhörung nicht bereits beendet wäre. Aber ich hab sie gefunden. Soweit ich weiß, hat Hanek sie gefunden. Ich hab sie vorher gefunden. Und sie einfach liegen lassen? Nein, das war anders. Also mit solchen Argumenten hättest du nicht einmal dann eine Chance, wenn die Anhörung nicht bereits beendet wird. Ja, ist ja gut. Sie verdankt mir ihr Aber Leben. Aber sie verdankt mir ihr Leben. Schwer vorstellbar, wo sich doch 90% aller Verletzungen in Kuvak auf dich zurückführen lassen. Aber davon sind wiederum 90% meine eigenen Verletzungen. Hör mal, Rufus. Immer wenn Chaos in Kuvak ausbricht, bist du die Ursache. Am Ende ist es wahrscheinlich sogar deine Schuld, dass das Mädchen vom Himmel gefallen ist. Nein, das war anders. Also mit solchen Argumenten hättest du nicht einmal dann eine Chance, wenn die Tja, so ein Pech. Na, so ein Pech. Wie ungewohnt einsichtig von dir. Meine Entscheidung ist gefallen und du kannst nichts mehr daran ändern. Das hab ich mir auch gerade so gedacht. Mir gehen die Argumente aus. Endlich! Ist noch was? Ich muss nämlich langsam mal in den Sitzungssaal. Und ob. Was denn jetzt noch? Das Mädchen gehört zu mir. Falsch. Ich habe bereits anders entschieden. Mir gehen die Endlich! Ist noch was? Ja, ich möchte meinen Sohn noch abmelden. Das habe ich nicht vergessen.
Ich will meinen Wohnsitz abmelden. Du hast doch gar keinen Wohnsitz. Du schnorrst dich bei deiner Ex-Freundin durch. Immerhin schlafe ich nicht in einer Schreibtischschublade. Zügle deine Zunge, Bursche. Das hier ist der traditionelle Schlafplatz des Bürgermeisters. Wenn dich doch nur dein Vater so reden hören könnte. Immerhin hat er hier vor mir gearbeitet. Sie meinen geschlafen. Du weißt doch gar nicht, was Arbeit bedeutet. Wenn du nur ein wenig fleißiger gewesen wärst, hättest du ohne weiteres in die Fußstapfen deines Vaters treten können. Die Fußstapfen meines Vaters führen weg von diesem Planeten. Und da werde ich auch hinkommen. Und du denkst, dass du das ohne Arbeit erreichen wirst? Ich kann den alten Mann verstehen, dass er dich nicht mitnehmen wollte. Autsch. Oh, das tat weh. Wann macht die Post auf? Wann immer ich es für richtig halte. Denn ich bin der Bürgermeister. Was für eine bescheuerte Regel. Die hat dein Vater eingeführt. Bescheuert, aber nicht übel. Wann macht noch gleich die Post auf? Wann immer ich es für richtig halte. Richtig. Das Mädchen gehört zu mir. Falsch. Ich habe bereits anders entschieden. Mir gehen die Argumente aus. Endlich. Ist noch was? Ich muss nämlich langsam mal in den Sitzungssaal. Irgendwie nicht so Nein, wirklich. Nichts weiter. Dann sieh zu, dass du wegkommst. Ich muss in den Sitzungssaal. Ich würde mich aber gerne in dem Raum noch ein bisschen umgucken. Ah. Dieses Symbol kommt mir bekannt vor. Ein Wasseremblem. Gucken wir uns mal den Globus an. Was für an. Ein Schrotthaufen. Vor allem da ist. Sieht aus wie ein. Wie ein Kaninchenkopf. Okay, was haben wir hier? Ein hier ist eine Nachricht vom Bürgermeister von Busa Westwok angekommen. O-O-I-C-U-R-N-E-D-O-T. Hä? Entweder war da eine Katze auf der Tastatur oder der Telefonist hat sich beim Abtippen geirrt. Das ist so geil. M-A-C-H-T. Verdammt, jetzt habe ich den Faden verloren. Diese Technik ist voll für die Katz. Was haben wir hier, eine Gegensprechanlage? Eines der wenigen Fernsprechgeräte in diesem Kaff. Warum bezahlen wir überhaupt einen eigenen Telefonisten, wenn eh keiner telefoniert? Ich weiß schon, warum ich keine Steuern bezahle. Du verdienst auch gar kein Geld. Nächster, bitte! Ich bin wohl der Letzte. Umso besser. Wer soll nach mir auch noch groß kommen? Nanu? Wer ist weg? Naja, auch gut. Verrückt, steigen wir auch mal in die Schublade. Ich will da einsteigen. Ein Gerät, das Erdmagnetfeld manipuliert. Die Idee hätte von mir sein können. Nehmen wir doch gleich mal mit. Ein Gerät, das Erdmagnetfeld manipuliert. Die Idee hätte von mir sein können. Ist ja gut. So, Schublade wieder zu. Kissen lassen wir draußen liegen. Haben wir hier noch irgendwo was? Ein Gerät, das die Idee hätte. Die Wünschelrute rührt sich nicht. Offenbar erkennt sie nur klares Wasser. Die Wünschelrute offenbar. Ein Gerät, das Erdmagnet die Idee hätte sein können. Sind doch hier schon fertig. Gucken wir mal. Er wollte in den Sitzungssaal. Dann gehen wir doch mal glatt in den Sitzungssaal. Ich kann nicht empfehlen, Sie in diesem Zustand zu bewegen. Was ist denn das für ein Zustand? Ich verstehe es immer noch nicht. Ich meine, ist sie tot? Nein. Ihr Körper ist lebendig und gesund. Es ist ihr Bewusstsein. Es ist inaktiv. Also schläft sie? Es ist schon ein wenig komplizierter. Ich glaube, es hat mit diesem Implantat zu tun. Es ist defekt.
Ein Bewusstseinsimplantat? Gibt es denn keinen Schalter? Eine Sicherung. Vielleicht sind die Kontakte verrostet. Das passiert mir bei meiner Gegensprechanlage ständig. Ich habe alles überprüft. Aber das ist elysianische Technologie. Ich habe keine Idee, wie man sie bedient. Ich habe ja nicht einmal einen passenden Schraubenschlüssel. Und wann kann ich sie denn endlich mitnehmen? Erst einmal muss sie aufwachen. Okay, ich sehe schon. Diese Situation erfordert eine Regierungsentscheidung. Wir machen es so. Wenn du sie aufwecken kannst, kannst du sie auch haben. Und wenn ich sie aufwecke? Rufus, du hast hier nichts zu suchen. Aber ich habe einen Plan. Deine Pläne sind mir bekannt. Du denkst nichts richtig zu Ende. Alles, was du erreichst, ist ein großes Chaos. Und am Ende gibt es eine Explosion. Na, das wollen wir doch mal sehen. Ich warne dich. Halte dich von dem Mädchen fern. Na, ich bin mir da noch nicht so sicher. Dr. Gizmo? Was denn jetzt noch? Danke fürs Gespräch. Nicht wirklich. Okay, fragen wir nochmal Jolotek. Oh, aber Rufus! Sie sind nicht unantastbar, Lotek. Vergessen Sie das nie. Das war ja fast schon philosophisch. Sieh an, Wenzel ist auch da. Ist jemandem was zu essen runtergefallen oder warum kriegst du hier rum? Ich warte natürlich darauf, dass Gol aufwacht, damit ich sie mitnehmen kann. Ha, träum weiter. Es stimmt zwar, dass Ameisen das Zehnfache ihres Gewichtes tragen können, aber warum sollte Gol, eine elysianische Orbit-Elfe, sich mit jemandem wie dir abgeben? Oh, Rufus, du hast mich immer unterschätzt. Sieh mich an. Ich bin ein gemachter Mann. Wer auch immer dich gemacht hat, der hat auf der Hälfte aufgehört. Ich bin reich, ich habe eine Wasserader im Keller. Du hingegen hast nicht mal einen Keller. Du hast gar nichts, Rufus. Na und? Daran erkennt man die Leute, die immer alles geben. Und was soll ich auch mit einem Keller in Kuwak? Ich gehöre hier nicht her, genauso wenig wie Goal. Und wenn ich sie erst einmal aufgeweckt habe, werde ich sie nach Elysium begleiten. Du wirst schon sehen. Alles klar. So, wir haben es auf jeden Fall schon mal geschafft, mit dem Bürgermeister zu sprechen. Wir haben unser Schwarzpulver. Alles klar. Dann sage ich an der Stelle erstmal ciao. Wir haben mal wieder die Überlänge erreicht. Und es geht weiter. Genau, schüttel dich erstmal. Und es geht weiter in der nächsten Folge Deponia. Bis dahin, ciao, tschüss und aus Wiedersehen.